Hey ihr Wüstenhunde, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Ich dachte, da kommt gerade wieder was. Ja, ich habe hier noch diese Kuriosität von vorletztem Mal. Ist mir eingefallen, letzten Part. Und die würde ich doch gleich mal ausprobieren an dem Teil hier. Vielleicht geht das ja. Ach komm schon, echt jetzt? Das geht nicht. Was steht denn dabei? Dieses merkwürdige Objekt trägt den Anschein, von etwas anderem abgetrennt worden zu sein. Vielleicht ist es von Bedeutung, dass es isoliert wurde. Viele Gesichter ist mit dem Pan aus ihrem Heimat. Ja, genau. Okay, gut, dann wird das was anderes sein. Ja, gut, meine Vermutung war also falsch. Aber irgendwie muss ich doch dieses Teil aktivieren können, hä? Und irgendwas muss es ja dann auch bringen im Endeffekt. Aber ich glaube, New Game Plus werde ich nicht machen, Leute. Das habe ich ja schon mal gesagt letztes Mal. Das ist dann auch ein bisschen zu viel des Guten. So, die Waldlichtung. Die festsitzende Händlerin. Nee, wir gehen zur Waldlichtung, weil... Ja, die Händlerin, da brauchte ich irgendeinen Schlüssel, aber ich bin nicht sicher, welchen. Hinter ihr an der Tür. Und das ist der einzige Weg, der hier weitergeht, immerhin. Aber ich schätze mal, wir kommen sowieso irgendwann hinter sie. Die Waldlichtung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja. Weil man hat ja gesehen auf der Karte, dass hinter ihr noch so ein Weg lang führte, dort wo sie stand etwa. Hi. Bye. Oha. Was bist du denn? Sieht aus wie eine, wie so ein Käfer und gleichzeitig Eidechse. Oh wow. Oh, man kann den doch kritischen Zer... Okay. Ja. Okay. Heftig. Ah, das mag ich. Oh, okay, im Gesicht. Das geht ja doch. Ich mach eure Vasen kaputt. Na? Endlich vorbei. Was macht sie dagegen? Dieses Klirren, diese Kristalle, das ist schon alles so ziemlich cool. Alles so sphärische Klänge hier überall. Ich mag. Okay, also die Dinger, die können ja auch nicht wirklich was. Die schreien und sterben. Schreien und sterben, schreien und sterben, schreien und sterben. Hier ist wohl auch nichts mehr. Nee. Also ich muss schon sagen, das Spiel hat sich in meinen Augen echt gemacht über die Level jetzt. Am Anfang war es halt wirklich nur dieses rot-braun, graue, matschige Level-Design und jetzt auf einmal... Ah, schön. Ich meine, man muss sich auch erstmal sowas ausdenken hier, ne? Die ganzen Umgebungen. Oh. Oh. Die sehen aber so niedlich aus, wie klein, wie langsam die auch anlatschen da. Nein. Ja, auch die Entfernung nicht so effektiv, dann Mist, hä? Oh, gleich schon wieder keine Muni mehr. Oh.
Heftig. Können ja doch schmeißen mit ihren Klingen. Das war übel. Aber wahrscheinlich wieder auch nicht alle, ne? Habe ich noch Munitionskästen? 4 Stück. Ja, das passt schon. Das passt schon. Wow. Okay. Oh, das ist wieder diese. Ja, die Gargoyles sind wieder da. Über dir! Hast du es gerade zu dir selbst gesagt? Strahlenwaffe. Solltest du wohl eher sagen. Oh nein, ich habe den Ring rausgenommen mit der effektiven Reichweite. Na egal. Ich komm gleich zu euch, Schätzchen. Oh. Oh, endlich vorbei. Die sind aber auch manchmal so ein bisschen hinterlistig, ne? Guck mal, diese Setpieces, die sind halt wieder genau dieselben wie vorher. Oh, der hat ja hier so ein Luminitkristall. Hm. So. Ich glaube, hier werde ich mal nicht so Munition verschwenden. So. Wie schön, dass hier alles so klirrt. So. Ich mag das. Das ist echt nett. Diese Viecher, was die ganze Zeit für Geräusche machen. Oh, da geht's wieder rein. Sehr schön. Komm ich da aber auch rein? Einfach so? Ja. Oh, nee. Ich hab's gewusst, da ist wieder irgendwas versperrt, ne? So sieht nämlich auch die Tür aus bei der... Ja, die ist von außen nicht mal anklickbar. So sieht auch die Tür bei der Händlerin aus, bei viele Gesichter. Interessanter Beiname, die hat sie, haben sie ihr bestimmt gegeben, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht weil sie für die Gegenseite arbeitet oder sich halt raushält aus allem. Wer weiß. Lass mal den Elektromist weg, bitte, ja? Oh oh. Ey. Jetzt sollen wir aber beißen. Beißen, beißen. Huch. War da eben was? Hier nicht mal richtig. Wo bist du? Jetzt. Wie doof. Weißt du, wir treffen beide nicht richtig. Simulacrum. Upgrade. Dachte, hier liegt noch was. Aha, der ist doch schon irgendwo am Hochspringen, der Typ, hä? Erstmal wegbrennen. Deine komische Tolle. Wer will als nächstes? Au. Die sehen halt schon super interessant aus, die Viecher, ne?
Ich hätte schon wieder einen rumkrabbeln da oben. Kerl. So. Hey, hey, hey. Was denn, was denn? Aha. Komm ich von der Seite da. Hä? Ach, da geht's ja auch noch weiter. Huh. Sieht man immer so komisch. Die verschiedenen Ebenen. Aber hey, Dagos, jetzt hätte ich das verzinkte Eisen liegen lassen. Okay. Das verwirrt mich hier immer mehr. Okay. So, den Herrn da noch ausnehmen. Ich hätte schon wieder irgendwas rumlatschen, aber ich habe hier doch alles gekillt. Das gibt es doch nicht. Warte mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, den Weg habe ich jetzt komplett außer Acht. Da unten werde ich wohl noch hinkommen, schätze ich. Ja, ja. Oh. Ich dachte schon, die bekämpfen sich jetzt. Das wäre auch mal spannend gewesen. Au. Mhm, macht man nicht. Oh, was ist denn das hier? Das ist ja mal super interessant. Ist das die Kaiserin? Die ziegenhafte Kaiserin? Ich berufe mich da auf die kindliche Kaiserin. Oh. Toll. Toll. Weißt du, die Superkiste hinter der Statue und dann auf einmal ist nichts drin. Außer so ein bisschen Altmetall. Die sind echt garstig, wenn sie in so einer Gruppe mit anderen kommen. Die buffen die dann doch, oder? Die sind stärker dadurch. Ich meine, schwächer wäre ja auch ein bisschen komisch. Was ist denn hier? Aha. Die heiligen Ziegenväter. Der Ziegenpeter. Soll ich da schon mal reingehen? Dann habe ich aber den Weg hier komplett ausgelassen. Ja. Na gut, komm, wir gehen jetzt mal rein und dann, vielleicht komme ich ja irgendwann hier hinten rum und kann die Tür öffnen, dann gehe ich sowieso wieder hier hoch. Mal schauen. Jetzt will ich nicht alles nochmal zurücklatschen und da muss ich eh wieder Gegner abknallen und muss ich sowieso die ganze Zeit. Gegner abknallen, Gegner abknallen. Da laufen wir schon wieder hier rum, ha? Huh? Die Brandwaffe drauf, warum brennt er einfach nicht? Ah, die mit den Armbrüsten, die sind schon ganz schön mies. Die Hallen des Urteils. So, so. Der Nebel, da gefällt mir irgendwie nicht. Au. Ich take mal so ein bisschen was.
Besser als meine ganzen Steine schon wieder zu verbraten. Du Mistkerl. Oh Gott, was? Muss ich doch so einen benutzen? Ja, ekelhaften. Die mit ihren Explosionsfallen, oder? Krasse Typen. Ne, treffe ich nicht. Treffe ich nicht. Ja, das ist halt wie gesagt der Ring, ne? Dass ich dann nicht so eine hohe Reichweite habe. Das ist schon problematisch manchmal, die 20%, aber... Was ist mit dem Pilz hier los? Kann halt nicht. Wenn du nicht rauskommen willst, schieße ich dich raus. Ekelhaften Säcke, ne? So. Die sind echt ein bisschen garstig, die Armbrustfuzzis. Die Armbrustziegenmänner. Ah, sehr gut. Da kann ich natürlich nicht drauf. Hier noch was? Liegt hier noch was? Nö. Nöp. Das war's. Das ist aber schon wieder eine größere... Nee, gar nicht. Das ist ein ziemlich kleines Areal. Dann, wie komme ich hier rauf? Da geht ganz außen nochmal ein Weg entlang. Vielleicht ist das die Treppe nach oben. Sieht so aus, oder? Doch, hier ist die Treppe. Wahrscheinlich, ja, ist nur ein Buch des Lernens. Ein Band des Wissens. Wie viel habe ich denn schon wieder? 2. Jawohl. Ein bisschen mehr Crit ist immer gut. Oh, noch einer. Boah, dieses Geschrei immer. Beruhigt euch da mal. Na, nö. Die dürfen gar nicht erst zum Nachladen kommen, die Säcke. Der ist über mir? So, ich brauche ja echt viel Heilung, merke ich. Das war übel. Ich lass mich auch echt oft treffen, merke ich. Treffen.
Oh, blablabla. Warum machen die immer so Geräusche beim Sterben? Oh, da liegt was Violettes. Sehr geil. Das brauche ich. Eine ätherische Kugel? Ich wollte sagen, das ist doch hier gegenüber Laden. Der Ring der Harmonie. Ich bringe euch Harmonie. Ich muss mich ganz kurz versichern, dass mich hier keiner ärgert. Ring der Harmonie. Erhöht Fernkampf- und Nahkampfschaden um 10%. Alle jungen Paaren müssen die Kampfkünste des Kriegers erlernen. So. Obwohl manche nur eine Waffe verwenden, wurde ihnen der Umgang mit allen Waffen beigebracht. Aha. Oh, warte mal. Mehr als 15 Meter. Nee, das ist eigentlich ziemlich... Ich glaube, ich nehme wieder das hier mit der Reichweite. Obwohl, warte mal, echt, der Schaden ist doch viel besser. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe da noch was gesehen. So, gut. Und da geht's wirklich weiter. Oder raus. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich dann da oben auf der anderen Seite jetzt direkt rauskommen. Guck mal, das ist 30% Altmetallbonus. Na komm, ich muss das einfach nehmen. Ich wette, im Endeffekt geht es um 50% oder so. Würde ja Sinn machen, 50% mehr Altmetall. Ist eine schöne runde Zahl. Ja. Oh. Nein, es geht sogar noch weiter in den Tempel hier rein. Nicht, dass ich jetzt schon in der Hauptstory immer weiter vorankomme, aber die kleinen Kristalle, die laden auch nicht gerade dazu ein, zurückzugehen. Weil man dann alles nochmal machen muss. Ja. Ich glaube, die 100.000 für den Ring bekomme ich nie zusammen bei der Händlerin. Oh! Da sieht mal einer an. Schon wieder. Der Ring der Prüfungen. Ein Bosschen. Oh Gott. Das ist Mino, der Taucher. Ah, gut, die kann man kaputt machen. Oh Gott, was? Au, au, au. Au. Das hört sich an wie la 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 la. Oh, Scheiße. Euch blöde Armbrustfuzzis. Hab ich ja gefressen. Au. Au.
Oh, diese... Diese Armbrustpenner! Jetzt übertreibst du es gerade wirklich. Ja! Du Penner! Die Glocke des Sippenrufers! Das war übel. Ja, mir war schon klar übrigens, dass die Glocke die ganze Zeit neue Gegner ruft, aber ich habe mir gedacht, hey, ich muss mich auch mal auf ihn konzentrieren. Hätte ich mich nicht auf den Typen konzentriert eben, wäre ich auf jeden Fall draufgegangen. Weil ihr seht, keine Heilung mehr. Das ist ziemlich schlecht. So. Schon wieder. Nee, ich habe keine... Oh, ich habe nur ein Item bekommen. Ich dachte, ich hätte schon wieder einen Fortschritt. Ja, wertvolle Ressource und so weiter. Die uralte Unterjochung der Vryn hat sich zu einer symbiotischen Beziehung entwickelt. Ihre Jungen werden in edlen Abwässern ausgebrütet und ihre Starken kämpfen, wenn sie gerufen werden. Ausgebrütet? Sind das Amphibien? Werden die in Eiern ausgebrütet? Ich meine, sind das keine Säugetiere? Ich meine, die haben Fell und alles. Ich glaube, das einzige... Ja gut, Schnabeltiere haben auch Fell, oder? Na, ich weiß nicht. Aber sind Schnabeltiere nicht auch Säugetiere? Hm. Obwohl sie einen Schnabel haben... Ja, also sehr seltsam. Ziegen, die ausgebrütet werden. Okay. Ich will das nicht in Frage stellen. Mich wundert es halt nur ein bisschen. Na gut. Der Sippenverfall der Ziegen hat eingesetzt. Weil ich jetzt alle umgebracht habe, ja. Warte mal, lass mich raten. Ja, ich habe es gewusst. Ich bin auf der Seite jetzt. War gut. Wie ich sagte, man schließt hier den Kreis wieder mal. Jetzt kann ich die Tür öffnen von innen, vom Tempel. Die Waldlichtung. Alles klar. Checkpoint. Und die Türen kann man von innen öffnen, richtig? Oder brauche ich dafür diese Glocke? Erstmal. Hallo? Jetzt. Wash. So, im Süden ging es weiter. Aber ich gehe natürlich erst nochmal hier in die Richtung. Ah, und die Kiste hole ich mir noch. Versteht sich von selbst. Ah, es ist nur ein Griff. So, so. So, mal sehen, wie lange es dauert, bis ich wieder die ganze Bande auf mich ziehe. Da. Aha. Oh, oh, den zweiten will ich jetzt nicht auch noch unbedingt. Ach, du Schwein. Oh nein. Oh! Oh, ne, was? Er hat mich doch erwischt. Der blöde Arsch hat mich doch von hinten erwischt. Ja, ich muss wohl doch wieder alles killen, wenn ich hier durchkommen will. Ist schön, immer das Gleiche. Dasselbe. Das
gleiche und selbe. Hey, bleib doch mal stehen jetzt. Da kommen sie! Aha. Na? War wohl nix, hä? Oh. Scheiße. Da oben ist halt auch noch einer. Ihr Ekelhaften. Oh, endlich vorbei. Willst du nicht eher sagen, über mir? Das einzige Problem mit der Waffe hier ist, was eigentlich nicht mal ein richtiges Problem ist, dass die sehr schnell streut. Also die Genauigkeit geht sehr schnell flöten, wenn man einfach durchbratzt. Was aber bei 24 Kugeln auch nicht so wirklich, ja, viel ist, das Bratzen. Ne, nur ihr versteht, was ich meine. Das fadet schnell auseinander, das Fadenkreuz. Oh, schon wieder. Wow. Hast du dich da versteckt, ja? Ich wollte schon sagen, bist du wieder der Bewahrer der Kisten? Da, wo nichts drin ist? Das ist der genaue Titel übrigens. Bewahrer der Kisten, wo nichts drin ist. Ist akkurat. Oh. Oh. Noch besser. Was haben wir denn da? Der Ring des Hüters. Mal gucken, wo ist er? Da. Widerstand gegen alle Elementarschäden um 20. Alle Dinge bauen auf dem Labyrinth auf. Daher kann euch der Hüter vor allen Dingen beschützen. Ja, gut. Das lobe ich mir doch. Ja, ja. Die können ja eigentlich auch nichts, ne? Wow, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich meine, wo kommt ihr her? Da hinten war alles dicht. Da habe ich alles schon leer gemacht. Aha. Fehlt mir einfach nur den Kristall an, ja? Seltsam. Na gut. Dann war's das. Ich hoffe, da vorne geht's jetzt auch weiter. Ansonsten sieht halt immer, wenn es so ein Eingang ist. Nee, warte, da war. Ja, man hat's nicht gesehen, genau. Wenn nämlich so ein Eingang ist, kann ich fast immer davon ausgehen, da ist eine Tür, oder? Oder nee, wenn es blinkt, glaube ich nicht, dann bin ich schon direkt dran. Jau. Okay. Na gut, hoffentlich kommt nicht gleich wieder ein Boss, weil den müssen wir uns dann für den nächsten Part aufheben. Denn der ist jetzt schon lang genug. Ich kann nicht immer so lang. Ja, es geht ja nicht. Leute, danke fürs Zusehen mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Da geht es nämlich weiter mit Revenant from the Ashes. Danke, tschüss, macht's gut.